Hallo meine Lieben, das ist wie immer eine Kartenlegung, die ist Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann passen oder auch nicht. Das kann sein, dass du gehst in Resonanz oder auch nicht. Bitte genauer betrachten. Es sollte dir geben Impulse, vielleicht auch bestätigt deine Intuition und bringt dich zum Nachdenken. Und dafür ist auch diese Kartenlegung gedacht. Ich freue mich, wenn du Likes abonnierst oder kommentierst. Wenn du auch das meine Videos anschaust, dann abonniere auch. Ja, ich gendere nicht, liebe Männer, bitte ummünzen. Wir fangen an. Wie siehst du von Verstandsebene deine Situation mit deinem Gegenüber? Das ist eure Legung, ne? Was gerade aktuell ist. Wie sieht er aus Verstandsebene eure Situation? Aktuell, jetzt. Du siehst also eine Ruine. Für dich ist das sozusagen alles vorbei. Es ist traurig, aber manchmal wir Frauen merken, es geht nicht weiter. Und dann müssen wir wirklich statt Komma setzen einen Punkt, weil es ist immer wieder dasselbe vorkommt. Bei ihm ist das unabwendbar. Er versteht, dass etwas ist unabwendbar. Vielleicht auch diese Trennung ist unabwendbar zwischen euch. Es geht nicht anders. Unabwendbar, weil man weiß ganz genau, wenn wir wieder versuchen oder weiter versuchen, wir kommen miteinander nicht weiter. Wir machen daraus einen Krieg und kriegen 10 Kapitel sozusagen. Ne? Oder es ist wieder das Wiederholung von denselben. Und das ist schmerzhafte Erkenntnisse, aber leider ist gut, wenn man die auch erkennt. Es führt nicht zu nichts. So, die zweite. Von gefühlsmäßig fühlst du die Leidenschaft und dein Gegenüber fühlt Boshaftigkeit. Vielleicht träumst du noch irgendwie mit ihm, vielleicht auch möchtest du noch mit ihm Leidenschaft erleben. Vielleicht bist du voller Gefühle, leidenschaftlich bei irgendwas an. Und dieser Menschen Gefühlen ist also sagen, aus der Wut, jetzt zeige ich dir, wo es lang geht. Oder auch Böswilligkeit dabei. Bitte betrachte diese Karten, was sie dir sagen möchten. Also es sieht nicht gut aus zwischen euch beiden gerade. Die Tendenzen, wo schaust du und wo schaut er? Du schaust und wohin schaut er? Du schaust in den Feuer, auch in Leidenschaft. Wahrscheinlich wirst du das zeigen. Ich empfehle wirklich bis zu Mitte Dezember abwarten. Weil das bringt nichts. Und er ist in Boshaftigkeit. Ihr habt einen, wirklich einen Kampf, der dann über Monate und Jahre hinausziehen können. Warte ab. Und er sieht, dass es muss irgendwas bei ihm verändern, also Veränderungen in Tendenzen. Überleg, was diese Karten dir möchten mitteilen. Was ist eure Einflüsse miteinander und umeinander oder gegenüber einander? So, wir machen jetzt weiter mit Lenormand-Karten. Wie sieht die Situation aus? Ich habe gerade mit meiner Katze gespielt, sie hat mich wieder gut gebissen. Ich bin ihr Lieblingsspielzeug. Manchmal, manchmal nicht. So. Also so, hier geht es um Geld zwischen euch beiden. Er denkt über Geld von dir oder dein Geld oder eurem Geld. Also finanzielle Situation spielt eine große Rolle für ihn. Er schaut in Veränderungen, dadurch muss er Entscheidungen treffen. Und das wird auch die Entscheidung, wahrscheinlich auch mehrere Entscheidungen treffen. Das wird nicht eine Entscheidung sein, das wird mehrere. Vielleicht auch verbunden mit Aufregung, dass da einiges kommt, womit er sozusagen muss irgendwie ja, handeln oder tun, wo er nicht freut sich darüber. Oder die Entscheidung bringt Hektik. Zum Beispiel, er etwas entscheidet und daraufhin kommt sehr viel Aufregungen, vielleicht nicht für ihn, sondern nach außen. Zum Beispiel, ja, Beispiel fällt mir nicht sofort ein. Aufregungen da kommen, auf jeden Fall. Er schaut auch Veränderungen. Also dieses, was zuvor ich habe gesehen, bestätigt sich. Hier geht es um Finanzen. Dein Herzensmann, 4, 3, 2, 1. Er ist gerade blockiert.
blockiert, was das Nachrichten betrifft. Vielleicht Nachrichten kommen nicht an oder gehen nicht. Oder irgendwelche Sachen kann er nicht verschicken oder auch empfangen. Oder ja, vielleicht eine Nachricht, die ihn verkündet, jetzt geht es gerade nicht, jetzt ist Blockade. Also irgendwas, was ihn nicht glücklich macht. Er schaut aber hin, dass er wird in Öffentlichkeit irgendwas Schönes machen. Das kann sein, ausgehen mit Freunden, essen gehen, also irgendwas außer Hauses. Ich würde sagen, sogar blühendes Garten hat er jetzt nicht. Aber vielleicht macht sich Gedanken sozusagen, er etwas unternimmt außer Haus. Vielleicht er jetzt, wenn es ist, besseres Wetter ist, in ein paar Tagen oder wie auch immer, ist es abhängig, wo ihr wohnt oder er wohnt, dass er vielleicht geht spazieren oder wirklich, ja, annimmt eine Einladung. Das ist nur als Beispiel. Für dich. Für dich geht es um die Gesundheit, um Leben, um lange Zeitraum. Also ich sage immer von bis zu einem Jahr hochstens. Da geht es auch was für Nachrichten diesbezüglich. Kann auch sein, dass du vielleicht auch etwas, geht es um Arztberichten oder irgendwelche solche Sachen im medizinischen Bereich. Vielleicht musst du da was abklären oder Informationen, etwas mitteilen und so weiter. Für dich wird aber die gesundheitlichen Sachen werden auch ein Thema sein. Bitte aufpassen, da kann auch eine unangenehme Nachricht kommen im gesundheitlichen Bereich, was du vielleicht nicht gerechnet hast. Ich weiß, wenn es ist, manche Diagnosen wir bekommen, sind wir erschreckt. Das bei mir nicht, weil diese Diagnose hat auch gewisse Konsequenzen. Zum Beispiel, sagen wir, wenn du hast mit Magenprobleme und dein Arzt mitteilt, ja, das und das muss gemacht werden, okay, aber das wird dies und jenes verändern in deinen Essgewohnheiten. Das kenne ich. Ich habe musste verändern mein Essverhalten, weil mein Magen macht nicht mit in manchen Sachen. Ich muss auf bestimmte Speisen achten. Und ja, das war für mich unangenehme Nachricht. Bitte nicht missverstehen, hier ist es nicht irgendwas Schock und du bekommst eine schreckliche Diagnose. Nein, es kann etwas, wo du eher glaubst, okay, das schaffe ich gut über die Runden, aber das ist trotzdem, hat einen Einfluss auf dein Leben und dass es nicht immer angenehm ist. So, das ist wichtig auch, dass du drum kümmerst. Du hast auch Sehnsucht nach Liebe, aber du weißt, dass es da nicht vorangehen wird. Du auch gewisserweise sagst, nein, ich distanziere mich von meinen Sehnsüchten. Es wird da nicht vorangehen. Dein Herzensmensch hat viele Gespräche, Unklarheiten, die er noch immer nicht durchschaut. Es ist Liebesbeziehung. Du schaust auf eine Frau, Vereinbarungen mit deiner Frau. Ich weiß nicht, in welcher Rolle spielt diese Frau eine Rolle in deinem Leben. Ja, dann schaust du, für dich wird es sein, eine schicksalhafte Einladung. Das kann auch sein, dass diese Einladung ist für dich als eine Prüfung. Zum Beispiel, du momentan hast den Bedürfnis zurückziehen und alleine sein und du wirst auf eine Feierlichkeit von der Arbeit, jetzt Weihnachtsfeier und so weiter eingeladen und dann ist es die alle ganzen Leute und du sagst, oh, das wird echt eine Herausforderung für mich. Das ist sozusagen als Beispiel. Oder du weißt ganz genau, da triffst du irgendwelche Leute, die du nicht möchtest. Das können auch verschiedene Arten von Feier sein, wo du sagst, oh, das ist echt eine Prüfung für mich. Du schaust auch auf Veränderung, du willst auch einiges verändern. Dein Herzensmensch hat auch diese Blockade, aber er weiß auch nicht, wie diese Blockade herumgehen soll. Vielleicht auch ein Geheimnis ist ihn blockiert. Vielleicht durch diese Nachricht, die bei ihm nicht ankommt, kann er auch ein Geheimnis nicht lüften. Das kann auch sein. Dass die Nachricht dadurch nicht ankommt, tappt er im Dunkeln. Und dein Herzensmensch schaut auch auf Erfolg, Anerkennung und Durchblick auf die Arbeit. So, was das Liebe betrifft, es ist ganz viel Aufregungen und das ist ja verwechseln die beide. Die Beziehung ist zu Ende, es ist ein Verlust. Die Sehnsüchte auch nach Beziehung ist Verlust.
Also wenn man schaut für ihn, es kommt in kurzer Zeit mit Sicherheit, nee, falsch, um dich, es kommt in kurzer Zeit mit Sicherheit 1, 2, 3, 4, 5, Einladung, etwas Angenehmes, die wird aber zurückgezogen. Gespräche durch oder mit deiner Freundin, also Hund und Schlange, wahrscheinlich wirst du auch Gespräche führen mit deiner Freundin, vielleicht auch eine Diskussion. Das ist, wird auch dein Thema jetzt sein. Bei deinem Herzensmenschen geht es hier um Trennung oder Distanzierung, klar werden, auch berufliche Natur, hat auch etwas mit dir zu tun. Ich weiß es nicht, warum beruflich hat er mit dir zu tun. Habt ihr irgendwas beruflich miteinander zu tun? Oder hier geht es auch beruflicher Hinsicht, dass du gewisserweise Einfluss hattest. Zum Beispiel, er war selbstständig oder ist selbstständig und du hast ihm ein paar Sachen abgenommen. Oder auch Rat gegeben. Und darauf jetzt muss er verzichten. Dann schaut er auf kleinen Glück mit Sicherheit und Einladung. So, ich nehme nicht die fünfte Karte raus, weil das ist für euch beide. Mach dir Gedanken, was diese Karten dir möchten mitteilen. Mach dir Gedanken, was da ist. Auf jeden Fall, was das Finanzielle mit euch und Geheimen ist. Das hat auch mit finanziellen Geheimnis. Diese Nachricht bekommt er nicht. Na, diese finanzielle Nachricht bekommt er nicht. Und ja, irgendwas Finanzielles und das ist beschäftigt. Natürlich, da Liebe spielt auch Rolle, Finanzen mit Dunkelheiten, aber bei ihm Finanzen große Rolle spielt. Betreffend mit dir. So, das ist die Kartenlegung aktuell. Was ist zwischen euch beiden los? Ich mache jetzt gleich noch ein Zigarettchenpausen, weitere Kartenlegung. Und noch ein paar Sachen. Ich wünsche euch wunderbare Zeit. Bleibt gesund, bleibt in der Mitte. Lasst euch nicht provozieren. Es wird besser. Es wird besser. Es ist peu à peu, aber es wird besser.